Es wird wieder mal Zeit, alles von einer wunderbaren Fastfood-Marke zu testen. Und heute geht es um Subway. Viele haben es noch im Schirm, viele nicht. Und es wird sich wirklich durch alles durchprobiert. Der Einfachheit halber haben wir uns heute für ein Brot entschieden. Ansonsten ist Subway ja sehr modellierbar. Deswegen sind wir heute bei dem Italian Bread-Ding. Sicherlich gibt es da auch noch mal geschmackliche Unterschiede, aber das würde wirklich den Rahmen sprengen. Was aber nicht den Rahmen sprengt und euch auch ein bisschen besser im Magen tun wird, ist natürlich mein Partner Löwenanteil. Da könnt ihr mit meinem Code FREEWAFFEL ordentlich reinsparen. Schaut doch gerne mal bei denen auf der Webseite vorbei, wenn ihr einfach mal eine schöne, leckere und einfache Mahlzeit in eure Mittagspause genießen wollt. Denn das ist Fast Food nicht unbedingt, obwohl es doch schon schnelles Essen ist. Also man könnte es so bezeichnen, aber es ist deutlich besser von den Inhaltsstoffen und richtig fresh. Schaut gerne mal vorbei, benutzt den Code FREEWAFFEL. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal voll ins Rein in ein bisschen Subway-Spaß. Wir fangen direkt an und legen los mit einem der 16 Sandwiches, die es da gibt. Und das Ganze kostet wie viel? Ihr könnt jetzt noch mal in den Kommentaren raten. Ihr könnt auch gerne mal euer Lieblingssandwich reinschreiben, aber ihr könnt auch gerne mal raten. Was kosten 16 Sandwiches, immer das gleiche Brot bei Subway? Das kostet natürlich ganz genau 86,12 €. Das finde ich für alle anderen Fastfood-Sachen, die wir gemacht haben, wo es auch immer so manchmal auch 20 Sachen waren, trotzdem noch sehr im Verhältnis, muss ich sagen. Wir haben einmal Thunfisch. Manchmal habe ich Hieper, manchmal nicht so. Das sieht ordentlich fetzig thunfischig aus. Thunfisch, Mayo, Mais, rote Zwiebeln, Salat, Gurke. Ich habe extra noch ein paar Fivi-Sachen dabei. Fivi ist ja meine eigene Marke für die Küche. Falls ihr also Messer, Bretter oder sonstiges braucht, könnt ihr gerne bei fivi.ge vorbeischauen. Ich habe hier heute unser kleines Brotmesser und unser Brettchen. Viel zu großes Stück zum Probieren. Da sind ja noch Oliven drauf. Leicht säuerlich die Soße noch bei. Vielleicht auch das, wo der Thunfisch drin eingelegt ist. Brot ist spannend. War das alles getoastet? Das hat nicht lange gehalten. Hier fällt alles raus, geschmacklich. Ich als kaum Thunfischesser gebe hier eine 2,5. Finde ich richtig alright. Philly Beef ist das nächste. Ist es so Philly Cheesesteak? Ich war so lange nicht bei Subway. Okay, ist es Käse? Dann haben wir hier so Rindstreifen. Ist es Veggie oder ist es Fleisch? Ich kann es nicht mehr. Das ist Fleisch, ich kann es kaum identifizieren. Okay, da ist so eine Chipotle-Mayo aber mit drauf, also nicht so käsig. Wir haben aber trotzdem noch Jalapenos, Paprika und wie gesagt so eine wilde Soße. Und das Fleisch bappt hier richtig oben dran. Fleisch sieht sehr trocken aus. Also Fleisch, sage ich ganz ehrlich, echt sehr Kaugummi-esk, hat einen ganz passablen Taste, schmeckt ein bisschen wie so ein Braten, also der so ganz lange im Ofen war und der so crazy geräuchert wurde, aber ansonsten super trocken, fast schon gummimäßig. Muss ich sagen, fand ich den Thunfisch schon ein Müh besser. Scharf mag ich gerne, Soße jetzt nicht so super crazy, übermannend für alles. Ansonsten Eisbergsalat ist einfach nur irgendeine Konsistenz, nicht unbedingt spannend, ist eine 2. Dann haben wir einen Spicy mit einem veganen Patty. Ist das jetzt wie diese wilden Dorfburger, die so riesen Burger-Patties dann da einfach drauf machen? Nee, das sind so lange Buletten. Das ist ja wild. Seht ihr das? Sieht aus wie so ein Hackbraten. Ist wahrscheinlich auch genauso zubereitet. Bisschen Gurke, bisschen Tomate, bisschen Mais. Was so Mc's und Burger King an veganen Alternativen oder Patties irgendwie bereitstellen. Oder so plant-based, wenn dann auch nur Veggie. Finde ich noch krasser. Spicy ist es, das ist aber durch die Jalapenos, also so eine Schärfe. Aber ansonsten geschmacklich nicht so crazy. Es schmeckt ehrlich wie Gemüsebrühe in Patty-Form, was viele Veggie- und veganen Produkte machen, die so geht so sind, finde ich. Die haben dann wenig noch Rauch oder sonst noch ein Aroma. Hier schon die Richtung 1,8, sage ich. Hast du einen Lieblings-Sub, Nina? Den ich hatte, Thunfisch schon. Okay. Bei dir, Timo, bei dem ich mir sehr klar war, was es mal früher war, als du Fleisch gegessen hast. Du warst so ein Meatball-Typ. Ah, okay, das gibt's nicht, ja, okay. Chicken Tandoori ist das hier aber. Ich bin nämlich ein Chicken Teriyaki Boy gewesen. Auch ich habe es mir immer probiert, selber so fancy zuzubereiten, weil ich war eine Zeit lang, auch als ich noch Abi gemacht habe, häufig bei Subway, denn meine beste Freundin hat bei Subway gearbeitet. Und dann konnte ich da immer irgendwie coole Rabatte kriegen. Sowas wie, hier, nimm einfach einen Cookie mit. Rabatt. Was ist Chicken Tandoori? Einfach nur eine indische Würzung höchstwahrscheinlich. Da ist ordentlich Sipsch und Suppe drauf. Ganz fein geschichtet, aber Tomaten und Gürkchen. Genau wie der Eisbergsalat. Mais und rote Zwiebeln wieder. Es zieht sich durch wie ein roter Faden, sage ich euch. Einmal hier mal einen Schnitt. Let's try.
Oder schmeckt mir gar nicht. Also Chicken, wenn die so fertig kalt da drin liegen, heutzutage sowieso kritischer als früher. Diese Tandoori-Curry-Würze, die da so drumherum ist auf einem Sandwich, das ist wirklich nicht meins. Finde ich zu dominant. Und da, also das Chicken so mit Reis mir reinballern, den ich mache, würde ich safe. Aber auf einem Brot mit so Gurken noch mit dabei, finde ich, das ist ein komischer Taste. Ist bei mir eher 1,5. Wir arbeiten uns so nach unten. Das hat eigentlich ganz gut angefangen. Ich bin mal gespannt, ob wir das nochmal nach oben arbeiten können. Aber das fühle ich gar nicht auf dem Sandwich, nee. Es geht weiter. Hier einmal mit Chicken Teriyaki. Das war mein Go-To damals. Ich habe mich viel ausprobiert, dann hatte ich ganz, ganz schlimmen Durchfall. Und dann habe ich es nicht mehr probiert, mich auszuprobieren, sondern habe die Standardvarianten genommen. Das war mein Go-To hier in der Schulzeit. Ich bin mal gespannt. Ich habe es wirklich seitdem ich Abi gemacht habe, nicht mehr gegessen. Da ist so eine Chipotle-Soße da drauf. Oder wie viele Almans sagen, Chipotle-Soße. In den ganzen Sachen immer noch der rundeste Geschmack. Diese schön leicht spicy angemachte Mayo-Soße mit ein bisschen frischem Gemüse. Das ist halt alles irgendwie nur so dieses TK-Chicken. Da kannst du auch in Aldi gehen und dir für 90 Cent auch eine Packung holen, 500 Gramm, und auch holst dir eine Soße fertig. Und ein Baguette, dann kannst du das irgendwie auch einfach, ist wahrscheinlich nicht für 5, 6 Euro, sondern halt für pro Stück 1,50 Euro dir selber zu Hause zuzubereiten. Hä? Ich habe zwei Thesen, warum Subway auch nicht mehr so performt, sage ich euch ehrlich. Wollt ihr die hören? These 1, die haben das Tankstellengeschäft, haben die reingeschissen auf der Autobahn. Weil so ein halber Sub würde ich mir schon mal eher ballern, muss ich ehrlich sagen, als immer nur ein Burger. Oder ich fände es cool in der Auswahl, sehe ich aber kaum bis nie. Und die haben richtig reingeschissen bei den Cookies, weil alle kennen Subway ausschließlich nur für ihre Cookies. Und die brauchen unbedingt eine zweite Filiale, wo sie nur Subway-Cookies machen. Und die würden so derbe viral gehen, einfach nur erweiterbar in den Subway-Filialen, wie so ein Mac-Café. Wisst ihr? So an der Seite, so klein, einfach nur als Cookie-Bar. Dann würden die eskalieren, nicht immer nur so als Mitnehmen-Ding. Weil alle wollen Cookies von Subway, keiner will Subs mehr. Sehr lecker, 3 von 5, muss ich sagen. Als nächstes haben wir Ham, also ganz normal so ein Schinken-Sandwich. Obwohl ich oft da war, bin ich immer nur bei Chicken Teriyaki geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so einmal was Gutes in einem neuen Restaurant hat, dann hat man keinen Bock mehr, irgendwie nochmal was auszuprobieren. Inzwischen habe ich das schon, aber bei mir war es sonst immer, oh ja, wir gehen irgendwo Neues hin, dann probiere ich einmal safe zu spielen. Und dann habe ich eigentlich immer Chicken Teriyaki genommen. Wir haben Gurke, wir haben ein bisschen Käse, wir haben eine saure Gurke auf einer Gurke und eine Tomate mit so ein bisschen, riecht so ein bisschen wie so eine Barbecue-Soße. Let's try. Ich sag euch ehrlich, Subway scheißt auch so ab, weil einfach so Pastrami-Shops überall aufpoppen, die immer 400 Schichten von so einem geilen Pastrami-Stück dann auf so ein Sandwich klatschen, was per se die gleiche Qualität hat. Das ist so wild, einfach ein Brot mit Schinken dann nochmal probieren, so neu zu erfinden mit Schinken-Käse, was eigentlich so auserzählt ist. Und dann einfach nur Gurken und Mais so drauf zu klatschen mit einer Barbecue-Soße, ist jetzt nicht so meins. Sag ich euch ehrlich, würde ich jetzt eher auch eine 2 geben. Das ist mir too much für was, was eigentlich auserzählt ist. Wichtig nochmal dazu gesagt, Nina hat mich auch reminded, die Soßen sucht man sich natürlich dann immer normalerweise selber aus. Wir haben es den Subway-Mitarbeitern überlassen, die idealen Soßen zu den einzelnen Belegen zu wählen. Dementsprechend ist das ja die Empfehlung von Subway. Da wird man ja höchstwahrscheinlich mal geschult werden, was wo gut zupasst. Ein Veggie Delight, das hört sich an wie was, was ihr beide schon mal gegessen habt. Das ist Käse mit sauren Gurken, Gurken, Tomaten, Paprika, Rucola, Salat. Es sieht aus, als wäre Remoulade draufgeklatscht worden, sage ich ehrlich. Es ist vegane Knoblauch-Aioli, okay. Aber ich sag dir, bevor ich mir einfach einen Salat in so einen Sub haue, so viele Bowl-Places, da können die ja nicht überleben. Da holt sich doch jemand, der schon nur Salat sich reinballert. Ist wahrscheinlich eher eine Bowl, oder? Da wären so die Mango-Nudel-Menschen glücklicher da. Soße ist da, kommt super wenig raus. Ansonsten ist das ein Brot mit einem leichten Knoblauch-Soßengeschmack. Und was dann auch noch sehr dominant ist, sind rote Zwiebeln, die einfach nur mal scharf sind und dementsprechend voll rauskommen mit saurer Gurke. Das heißt, du hast hier leicht Knoblauch, Brot, scharfe Zwiebel und Gurkengeschmack. Und der Rest geht komplett unter in der Nummer. 1,5 finde ich schwierig. Da kann man mit den Ersatzprodukten, mit dem Hackbraten da, bist du, glaube ich, besser bedient, würde ich sagen. Next one. Bacon Melt? Sowas gibt's da? Oh, vielleicht haben sie aber besseren Bacon als die ganzen Burger King und Mc's Sachen, wo einfach nur der Bacon gedämpft wurde. So, let's see. Wir haben Salat, wir haben bappen das alles immer so oben. Ja, der Bacon ist aber tatsächlich ein bisschen krosser als bei den anderen, muss man sagen. Bisschen Tomaten-Overlap, aber nicht schlimm. Ganz schön viel Käse und auch ein Mühe Bacon. Let's try. Das wäre die gleiche Barbecue-Soße drauf wie gerade bei dem Schinken-Ding. Der Bacon spielt aber gut mit dem Barbecue-Ding. Deswegen weiß ich auch, warum Bacon und Barbecue-Soße immer zusammengehen. Sehr viel leckerer.
als gerade eben auf dem verwendeten Sandwich, obwohl ja auch wieder dieser Schinken mit drauf ist. Das hier, auch safe eine 3 von 5. Viel runder, kriegst den Geschmack ganz gut daraus. Mit dem Chicken Teriyaki bis dato das Beste. Normalerweise haben wir immer die Veggie-Sachen sehr gut abgeschnitten, aber hier ist es jetzt recht fleischlastig, sage ich. Nächstes, Vegan Stripes. Namen unserer vegetarischen Rockband, die wir hier haben. Spielen nur White Stripes, aber ein bisschen langsamer. Ganz schön viel Soße, ganz schön viel Tomate, ganz schön viel Gurken, ganz schön viel Paprika und dann so vegetarische Stripes höchstwahrscheinlich einfach da drauf. Boah, das riecht wie so eine Bratensoße, das riecht ja insane. Dicke Oschis, ey. Diese veganen Streifen schmecken leicht säuerlich und auch so salzig, haben aber die Konsistenz wie so, und die Langzeit-Vegetarier oder Vegetarierinnen wird es wissen, wie so die Anfangsprodukte aus der, da gibt es jetzt auch was in veganen Zeit. Die sind ja so gummiartig, reifenartig, irgendwie sehr fest und genauso schmecken die Dinger wie original, so eins der ersten Ersatzprodukte, was rausgekommen ist. Super wenig Eigengeschmack auch, macht alles die Soße drumherum. Ich würde eine 2,5 geben, der Rest ist ganz gut soßig und auf jeden Fall besser als der Hackbraten. Da gerade eben. Aber irgendwie nicht revolutioniert oder mit irgendeinem crazy Touch dran. Hier haben wir Turkey Ham, Truthahnschinken. Sachen, die wir in Deutschland, glaube ich, fast gar nicht konsumieren. Das ist eher so ein Ami-Ding, ne? Turkey-Sachen irgendwie zu konsumieren. Sieht per se aus wie das Ding gerade. Sieht exakt aus wie das Ding gerade. Ist jetzt nur mit Truthahnschinken. Und der Knoblauchcreme, die ich mag. Jetzt ist die Knoblauchcreme zu viel. Also es kommt nicht richtig durch, dass da ein großer Unterschied ist. Man hat aber auch nur bei so einem riesigen belegten Sandwich, man sieht das hier im Anschnitt ganz gut, einfach nur oben so zwei dünne Scheiben. Da musst du halt, kannst du auch machen bei Subway, doppelt bestellen, damit du wenigstens dann noch einen unterschiedlichen Taste rauskriegst. Ansonsten auch recht basic, eher auch in die Richtung 2, sage ich. Barbecue Rib. Das hört sich wirklich ganz schlimm an. Aber könnte ganz geil sein, von dem, wie es jetzt hier aussieht. Wir haben, sind es Rippchen? Oh, das sind diese kleinen Rippchen, die fiesen. Wir haben Jalapeno, wir haben rote Zwiebeln, wir haben viel Mais. Und dann so einmal so ein gepresstes Ding, was aussieht wie so in Rippchenform dann einfach gepresst. Aber kannst ja jetzt auch nicht die ganze Zeit Rippchen backen, ne? Das wird ja alles getoastet, ne? Aber die Fleischersatz oder Fleischprodukte drauf sind so kalt immer noch. Also die sind kälter als draußen ist auf jeden Fall. Das ist wie frisch aus dem Kühlschrank. Das ist echt crazy. Schmeckt auch alles mehr wieder nach der Barbecue-Soße als nach allem anderen. Da muss ich sagen, für so wie das aussieht, schmeckt das noch viel zu wenig. Und gerade durch die Kälte, weil das noch nicht richtig durch ist, würde ich sagen, nimmt das dem Fleisch oder diesem Stück Fleisch auch noch richtig viel Aroma. Könnt ihr auch nicht sagen, ob das jetzt ein Veggie-Produkt ist oder tatsächlich Fleisch, weil das so wenig an Unterschied mit sich bringt. Ich bin von dem, wie es aussah, zu dem, wie es schmeckt, tatsächlich verhältnisweise sehr enttäuscht. Wird hier auch nur eine 1,8 geben. Geschmacklich ist das super langweilig. Turkey ist jetzt hier. Ist das nochmal das gleiche? Oder ist das jetzt Truthahn? Ah, Turkey und Schinken hatte ich gerade eben. Also Truthahn und Schinken. Jetzt habe ich nur Truthahn. Nochmal mit einem wilderen Mix wieder aus immer den gleichen Sachen, ne? Gemüsemäßig. Plus wieder Knoblauchsoße. Aber wieder sehr wenig. Es wird genau das gleiche sein. Schmeckt gefühlt wirklich kaum einen Unterschied, weil es so überladen ist mit Soße und Gemüse standardmäßig dann. Rote Zwiebeln sind zu krass, wenn du so wenig von irgendwas da drauf machst. Hier gehe ich sogar noch weiter runter, ist bei mir eine 1,9. Ich muss sagen, mir fällt das erste Mal auf, so im direkten Vergleich, weil die haben ja immer ihre eigenen Bilder so bei Subway dann in den Filialen, dass super viele Sachen sehr nah beieinander sind und einfach nur so ein bisschen variiert. Ich glaube, die leben schon davon, dass du das sehr so zusammenstellst und nicht das Standardsortiment einfach irgendwie von denen mal auswählst und durchprobierst, weil ansonsten eigentlich sind es so 4 Stück, die nur ein bisschen verändert sind die ganze Zeit mit so ein, zwei neuen Sachen. Fast der Final Countdown, denn hier kommt noch Salami, was ich auch nicht wusste, dass Subway das in irgendeiner Form hat. Salami-Brot? Wir haben wieder die üblichen Verdächtigen an Gurke und Tomate drauf. Oben eine dünne Schicht Salami, hier ist so wenig drauf standardmäßig bei Subway. Guck mal, das ist der Seitenanschnitt. Ihr seht es jetzt so halb. Oben, dieses ganz kleine Ding, was ein Fünftel ist von der Brotdicke schon, von oben nach unten, ist eine Salamischeibe. Darunter ist eine Gurke, Knoblauchsoße und Tomate und unten wieder der komische Salat. Aber du kannst doch nicht eine Salamischeibe da drauf machen, Alter. Also es würde jetzt nach viel schmecken, aber wirklich nicht nach Salami, kann ich euch jetzt schon sagen. Herzlich willkommen, schmeckt nach Brot mit Knoblauch und Gurke. Ich gehe mitten rein. Oh. Wir sind gerade bei einem überlappenden. Wir haben das Ende von einer Salami gehabt und jetzt haben wir kurzweilig ganz in der Mitte zwei Stückchen Salami, die sich überschneiden. Das ist doch ein Witz, Leute. So mindestens mal doppelte Schicht Salami, ansonsten müssen wir uns doch gar nicht unterhalten. Also in vielen Aspekten meines Lebens. Das ist eine Eins. Das ist wieder so ein Veggie-Delight eigentlich. Da ist aber nur der Salami draufgeschmuggelt. Wenn du das so siehst von oben, weiß ja auch nicht mehr, was ist. Also das ist ja Quatsch. Nee. Ich möchte ja nicht da stehen und immer sagen, ja, kann ich bitte mal dreimal Salami extra, immer für 2 Euro?
oder was das dann kostet. Jetzt wird's interessant. Wir haben einen Chicken Fajita. Was bedeutet das wohl, wenn man einen Chicken Fajita sich noch reinbügelt? Boah, hier sieht man richtig, dass das so gut getoastet wurde. Das bei das erste Mal jetzt so. Oh Gott, ich kann gar nichts hier dran groß erkennen, weil das so da oben mit dem Käse dran bappt. Per se sieht das aus wie das Chicken Teriyaki-Ding. Wo ist der Unterschied? Ich verstehe es nicht. Chicken Fajita sieht exakt gleich aus, könnte noch mal ein bisschen andere Soße sein und sind keine Jalapenos mit drauf. Leicht andere Marinade. Schmeckt genau gleich. Ich fand's lecker. 3. So, jetzt der BMT. Bacon, Matt, Tomate. Das, was es bei jedem guten Bäcker gibt morgens. Wir haben einmal drauf Salat, Tomaten, Gurken, Gürkchen, Salami, Schinken und Käse. Salami, Peperomi, Salami und Kochschinken. Ah ja, stimmt. Man sieht's in der Schicht. Wieder jeweils eine Scheibe. Biggest, meatiest, tastiest. Dafür steht BMT. Mein Fingernagel ist dicker als die Dicke der Wurst, die hier drauf gemacht wurde. Das ist ja so ein Unsinn. Das ist das beste Wurstbrot, was sie bis dato hatten. Das gebe ich zu, aber auch einfach nur, weil sie aufgrund des Sandwiches darauf angewiesen sind, wirklich sehr, sehr viele Würste übereinander zu legen oder Wurst übereinander zu legen. Das heißt, du hast das erste Mal so einen leicht pepperonigen Geschmack, weil die schon sehr intensiv ist. Schinken geht komplett weg. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Bruder und mich. Denn wir hatten früher unsere ominösen Salami-Brot- und Kakao-Abende, wo dann nochmal ein Film geballert wurde. Und dann war ich irgendwann abends mal mutig und dann habe ich so Toast gemacht, getoastet, Butter drauf, Salami und dann Schinken. Und hat er mich angeguckt, kannst doch nicht mischen. Und dann habe ich aber trotzdem gegessen und ich dachte, ich habe wirklich was Neues erfunden. Schinken-Salami-Toast nämlich. Frag doch mal mich, Subway, nach einer Co-Creation, ha? Ja, Schinken-Salami hier. Wo ist das? HS, Ham-Salami oder Huren und so. Es ist das beste Wurstige, also ich gebe eine 2. Aber es ist noch nicht alright in der Mitte. Es ist einfach von allem zu wenig gefühlt. Und hier noch das letzte, Chicken Strips. Das sind eher so kleine Würfelchen, per se das gleiche, höchstwahrscheinlich wie die anderen. Jetzt nur noch mal in der neuen Sauce. Die Chicken-Dinger haben halt echt eine Sache für sich, die sind dann einfach dick. So, das heißt, die gleichen so ein bisschen auch die Gemüsesoße-Variation da aus. Sehr plaine Soße generell, die da drauf ist. Deswegen schmeckt man wirklich, dass da dieses Chicken drauf ist, was super, super gummimäßig ist. Weil es halt auch so kühltigen Chicken-Ding ist, was schon so fertig ist. Das schmeckt nach wirklich wenig. Das ist das Schwächste von den Chicken-Sachen, würde ich sagen. Ich denke, hier kommt es auch noch mal stark auf eine Soße an. Und ich glaube, bei Subway ist man immer am besten bedient, wenn man sich wirklich selber was macht. Aber wir haben jetzt alles mal durchprobiert, was da war. Das hier ist eine 1,5. Das finde ich bei Chicken-Sachen auch schwierig. Ich werde mich jetzt weiter in mein Chicken Teriyaki setzen. Für mich war das jetzt keine große Erweiterung von einem Sortiment, wie das bei manch einem Fastfood-Laden mal spannend war, dass ich selber noch was dazu lerne, wenn man schon mal alles hier hat. Das macht man ja auch nicht alle Tage. Dementsprechend sage ich tschüss! Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!